Guten Morgen aus Manaus. Und jetzt gehen wir erstmal frühstücken, dann zum Fischmarkt hier in Manaus, dann noch ein paar neue Angelsachen kaufen und dann düsen wir auch schon an den Amazonas. Also, let's go. So, Freunde, herzlich willkommen im Fischmarkt in Manaus. Hier ist eine kleine Brücke gebaut, weil das Wasser hier so hoch ist. Auf jeden Fall ganz cool aus. Hier ist jetzt der Eingang zum Fischmarkt. So, der erste Einkauf ist gemacht. Frische Paranüsse. Die sollen sehr lecker sein hier. Mal probieren. Also es ist ein unglaubliches Chaos hier und die verkaufen auch wirklich alles, von Kuh, Darm bis jeden möglichen Fisch, der hier rumschwimmt. Das ist wirklich eine unglaubliche Erfahrung, sehr, sehr spannend zu sehen mal. Also ich habe den Zielfisch gefunden, auf den es hier während des ersten Trips, den wir hier fangen wollen. Das ist der Peacock Bass, der hier liegt. Sehr, sehr schön, motiviert auf jeden Fall. Jetzt gerade überlegen, ob man sich hier so ein Wurfnetz vielleicht kauft zum Köderfisch fangen. Was denkt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Tja, ist das ein Ding. Das ist ja ein Schwert eigentlich, ja. Ne? Das ist ja wirklich krass. Haben jetzt fünf neue Köder gekauft? Und Leute, auf dem Lot, wenn ihr. Worauf man hier auf jeden Fall achten sollte, ist, dass die Wobbler immer die Haken richtig stabil sind, weil die Peacocks die einfach ganz easy aufbiegen können. Also hier diese Grauen, die sind bekannt dafür, dass sie richtig stark sind und die kriegen die normalerweise nicht aufgebogen. Von Manaus aus ging es dann weiter nach Novo Airao, dem letzten Punkt im Regenwald, ab wo dann die Straße einfach endet. Schaut mal auf der Karte, das sieht echt lustig aus. Also quasi ab diesem Punkt kann man nur noch mit einem Propellerflugzeug oder mit einem Schiff weiterfahren. Und das war irgendwie ein ganz cooles Gefühl. Also Leute, wir haben ein unglaublich schönes Ferienhaus hier auf Airbnb. Ich kann euch den Link dazu gerne auch mal in die Videobeschreibung packen. Zwei riesige Schlafzimmer, mehrere Badezimmer, Riesenküche, alles voll klimatisiert. Und das Geilste ist, auf einem Aussichtsturm, auf dem ich hier gerade stehe. Also man steht hier quasi einfach 12, 15 Meter über der Erde. Und hat natürlich einen immens geilen Ausblick. Macht super viel Spaß. Kleine Bierchen darf natürlich nicht fehlen. Und was hier vor allem super cool ist, ist, dass wir direkt am Fluss sind. Also das ist ein Seitenarm des Rio Negro hier. Ich werde auf jeden Fall ein paar Köderfische fangen, ein bisschen mit Köderfisch versuchen, weil derzeit ist das Ding, dass die Regenzeit hier gerade dem Ende sich neigt, aber die Flüsse immer noch sehr viel Wasser haben, wodurch eben viele Seitenarme entstehen und alles und die Fische einfach generell sehr viel Fläche, sehr viel neue Fläche haben, wo sie sich verstecken können und fressen können. Dadurch ist es eben schwieriger, die Fische zu lokalisieren, weshalb die aktuelle Zeit einfach nicht so geeignet ist zum Angeln und auch die ganzen Angelcamps hier zum Beispiel alle geschlossen sind. Deswegen ist es auf jeden Fall ein bisschen herausfordernder. Boah, guck euch mal den krassen Vogel an. So Leute, hier übrigens ganz kurz kleines Update. In unserem Haus befindet sich eine Vogelspinne. Ich bin eigentlich nicht so der Spinnenfreund, aber die ist eigentlich ganz klein und ganz süß. Deswegen ist das in dem Fall jetzt gar nicht so schlimm, finde ich. Die ist schon krass, oder? Ja, Abenteuerurlaub. Also in Deutschland wäre Absturz bei sowas, aber hier stempel ich das irgendwie als Meerschwein ab. Also irgendwie klein, flauschig. Aber gestern Abend zum Beispiel, also das hier ist ja mein Zimmer, bin ich hier ins Bad und ich schwör's euch, das war so krass. Ich mach so hier diese Scharniertür auf, so, und gehe so rein, ne? Also ich gehe rein, mach diese Tür auf. Hier zwischen sitzt eine Vogelspinne, aber handgroß, ne? Alter, ich habe so ein Herz bekommen. Ich bewege mich so kein Zentimeter, ich nehme so ganz vorsichtig die Tür, mach die so ganz langsam zu. Die Vogelspinne kommt so raus, setz ich so hier hin. Ich so, ach du Scheiße. Mach so ganz schnell raus. So. Ich bin wirklich gestorben. Ne? Erstmal dieses Moskitonetz hier aufgespannt, das war vorher gar nicht. Ne? Weil mir dann klar wurde, okay, hier gibt es schon ein paar heftige Insekten. Einen guten Schreck hat sie mir eingejagt, die Vogelspinne. Ich packe jetzt meinen Scheiß und dann geht's raus aus Wasser.
Gegen Ende des zweiten Tages habe ich mir dann noch das Angelkajak von unserem Gastgeber Thorsten geliehen, sodass ich zumindest mal die ersten Würfe machen konnte. So. Dem das Haus gehört, der meinte eben, dass es hier auch Crocs gibt. So Krokodile, aber die sind ganz entspannt. Von daher mache ich mir hier nicht so einen Kopf. Ich habe mir hier so eine rote Markierung aufgehangen. Die markiert für mich am Ende hier wieder die Einstiegsstelle. Erster Wurf. Die Natur ist wirklich der Wahnsinn. Es sind die ganze Zeit so Tukans im Baum und die werfen irgendwelche Sachen runter oder auf jeden Fall fällt hier ständig irgendwas ins Wasser. Und da oben sind eben zwei Tukans gelandet, deswegen denke ich, dass es wegen denen ist. Diese Natur, also das kann ich echt jedem von euch empfehlen, das ist einfach unglaublich. Schaut euch das mal einfach ganz kurz an. Also bleibt gespannt auf Teil 2 des Amazonas-Vlogs, da gehen wir nämlich auf Safari, ich kann eine neue Fischart fangen und wir haben für 4 Tage ein ganzes Schiff nur für uns gemietet. Also Kanal haben und nichts mehr verpassen.